Seit Sonntag, den 17. Dezember 2023, ist in Mannheim eine neue Straßenbahnstrecke in Betrieb. Die neue Strecke ist dabei 1,8 Kilometer lang und bindet den neuen Stadtteil Franklin auf einer ehemaligen US-Kaserne mit an. Die Strecke ist dabei Teil des sogenannten Ausbauprojektes Mannheimer Konversionsnetz. Die Strecke wird aktuell von der neuen Straßenbahnlinie 16 bedient, welche zwischen der Haltestelle Bensheimer Straße an der Linie 5 und der Endhaltestelle Sullivan pendelt. Insgesamt bindet sie dabei 4 Haltestellen an, wobei 3 komplett neu sind. Damit ist die Straßenbahnlinie auch 1,8 Kilometer lang und somit dürfte sie die aktuell kürzeste Straßenbahnlinie in ganz Deutschland sein. Aktuell verkehrt die Linie im 20-Minuten-Takt über die Strecke, im Abendverkehr und sonntags nur alle 30 Minuten. An der Bensheimer Straße besteht dann immer Anschluss zur Straßenbahnlinie 5. Für die Fahrt über die gesamte Strecke benötigt die Linie 16 gerade einmal 4 Minuten, weshalb die Strecke und die Linie mit aktuell einem Umlauf bedient werden kann. Etwas weniger als 2 Jahre haben die Bauarbeiten für die neue Strecke gedauert. Geplant wurde sie gemeinsam mit dem Bau des neuen Stadtteils mit dem Namen Franklin. Der symbolische Spatenstich für den Bau der Strecke fand am 21. Januar 2022 statt. Auf einem Teil der Strecke lagen dann bereits im November 2022 die ersten Gleise. Aufgrund von umliegenden Arbeiten konnte der Bau der Gleise im Bereich Franklin Mitte erst Mitte Februar 2023 starten. Im September 2023 waren die Bauarbeiten dann so gut wie abgeschlossen und später konnten dann auch die ersten Tests und Schulungsfahrten beginnen. Die offizielle Eröffnungsfeier der Straßenbahnstrecke fand dann am Samstag, den 16. Dezember statt. Zur Eröffnungsfeier fanden einige Eröffnungsfahrten statt und es wurden auch Reden gehalten. So war unter anderem der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann zu Gast. Zur symbolischen Eröffnung der Straßenbahnstrecke wurde auch ein Band durchgeschnitten. Zwischen 11 und 17 Uhr konnte die Strecke dann auch mit Sonderfahrten von der Allgemeinheit getestet werden. Der reguläre Betrieb startete dann, wie bereits erwähnt, am 17. Dezember zu Betriebsbeginn. Die Kosten für die neue Strecke belaufen sich dabei auf 33 Millionen Euro, wobei 16,2 Millionen Euro vom Bund übernommen werden und weitere 3,7 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Somit muss die Stadt Mannheim nur einen Teil der Kosten tragen. Schauen wir uns nun aber die Strecke einmal etwas genauer an. Dabei beginnen wir an einem der beiden Endpunkte, die Bensheimer Straße. Für die Anbindung der neuen Strecke wurde die Haltestelle einmal komplett umgebaut und besitzt nun 3 Gleise. Es gibt somit nun die Gleise 21 bis 23. Dabei gibt es einen Mittelbahnsteig mit den Gleisen 21 und 23 und einen Außenbahnsteig mit Gleis 22. Hier fährt auch die Straßenbahnlinie 16 ab. Die Haltestelle befindet sich hier komplett auf eigenem Gleiskörper. Rundherum befinden sich einige Wohngebäude. Direkt nach dem Verlassen der Bensheimer Straße durchfährt die Linie 16 eine mehr als 90-Grad-Kurve und biegt dann parallel zur Robert-Funari-Straße auf einen eigenen Gleiskörper ein. Dieser ist dann auch mit 2 Gleisen ausgeführt. Bereits nach weiteren 250 Metern folgt dann schon die nächste 90-Grad-Kurve und wir verlassen den Verlauf parallel zur Robert-Funari-Straße und erreichen daraufhin die Haltestelle Franklin-Schule.
Der Trassenverlauf ist hier komplett unabhängig. Es verläuft nur ein Fußweg parallel. Die namensgebende Franklin-Schule ist dabei eine Grundschule, welche sich direkt neben der Haltestelle befindet. Außerdem ist direkt in der Nähe der Haltestelle ein Park mit einem Spielplatz anzufinden. Knapp 150 Meter nach dem Verlassen der Haltestelle besitzen wir noch einen eigenen Gleiskörper, bevor wir dann auf die Thomas-Jefferson-Straße auffahren. Von der Franklin-Schule bis nach Franklin-Mitte sind es dann knapp 500 Meter Fahrtweg insgesamt. Die Bebauung um die Haltestelle Franklin-Mitte herum mischt sich mit Neubauten und einigen älteren Kasernengebäuden. Des Weiteren steht hier auch die Benjamin Franklin Church, ebenfalls ein Überbleibsel der US-Kaserne. Der Bereich südlich der Haltestelle trägt dabei im Übrigen den Namen Benjamin Franklin Platz. Bis zum Ende der Thomas-Jefferson-Straße verläuft die Strecke nun weiterhin auf jener, also eingeteert. Am Ende dieser Straße liegt dann quasi die Einmündung zur Wendeschleife, welche durch eine größere Kurve markiert wird. Am Ende dieser Kurve liegt dann die Wendeschleife, welche im Uhrzeigersinn befahren wird. Der Abstand zwischen den Haltestellen Franklin Mitte und Sullivan ist mit knapp 600 Metern der längste Stationsabstand auf der Strecke. Die Wendeschleife besitzt dabei zwei Haltestellen, eine Ausstiegs- und eine Einstiegshaltestelle, wobei die Einstiegshaltestelle sogar zweigleisig ist. In der Umgebung der Wendeschleife befinden sich dann wieder zahlreiche Neubaugebäude, wobei hier auch einige Einfamilienhäuser zu finden sind. Die Züge der Linie 16 haben hier dann eine kurze Standzeit, bevor sie sich dann wieder auf den Weg Richtung Bensheimer Straße machen. Auf der Linie 16 können aufgrund der Stumpfendstelle an der Bensheimer Straße aktuell nur Zweirichtungsfahrzeuge eingesetzt werden. In Zukunft soll die Linie 16 allerdings natürlich nicht mehr an der Bensheimer Straße enden, sondern weitergeführt werden bis in die Mannheimer Innenstadt und nach Rheinaue. Dies soll dann voraussichtlich ab 2027 der Fall sein, wenn der Umbau der Haltestelle in Käfertal Bahnhof abgeschlossen ist. Dann soll auch die neue Strecke durch das Glücksteinquartier mit eröffnet werden, wo die Linie 16 ebenfalls entlang verkehren soll. Die neue Strecke bietet nun aber schon einmal 6.500 Einwohnern im neuen Stadtteil Franklin eine gute ÖPNV-Anbindung. Die Straßenbahn hat dabei größtenteils die bisher hier verkehrenden Buslinien ersetzt. Es verkehren nur noch die HVZ-Verstärker der Buslinie 67. In Zukunft sollen hier einmal 10.000 Einwohner im Stadtteil Franklin wohnen, wodurch diese eine gute Anbindung trotz der entfernten Lage zur Mannheimer Innenstadt besitzen. In Zukunft soll man dann gerade einmal, je nachdem, wo man entlang der Strecke einsteigt, maximal 25 Minuten bis in die Mannheimer Innenstadt benötigen.
So, und damit sind wir bereits am Ende dieses Extra-Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, euch freut, dass es wieder einmal ein solches Extra-Video zum aktuellen Thema über die neue Straßenbahnstrecke gibt. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, wie wichtig ihr es findet, dass auch in Mannheim das Straßenbahnnetz ausgebaut wird. Ich hoffe, ihr schaltet dann am Freitag wieder zum nächsten Video ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.